Wir haben einen Skillpunkt erhalten. Yeah. Blum heuert private Unternehmen an, um die CTOS-Zentren zu bewachen. Wir sind sicher gut ausgerüstet und haben Lust auf Action. Ich bin bereit. Okay. Was haben wir gesagt? Wir haben einen neuen Skillpunkt. So, hergestelltes. Splittergranaten oder was haben wir hier? Gemcoms. Köder, okay. Was haben wir hier im Kampf? Können wir. Ruhiger Arm. Schneller Wechsel. Oder Fokus. Oder bei den Heckenfähigkeiten. Den Heckenfähigkeiten, genau. Fahren. Schaltet automatisch den Fahrzeugalarm ab und öffnet Türen. Hm. Überlege gerade, ich werde aber trotzdem mal hier die Hochbahn noch nehmen. Weiß nicht, ob das so sinnvoll ist oder ob ich das brauche oder nicht. Aber das ist ja auch erstmal wurscht. So. So, wo geht's jetzt hin? Wir müssen zu Weitsicht. So. Dann gucke ich aber erstmal, was die Schachfigur da drüben ist. Das Ganze natürlich zu Fuß wieder. Da ich nicht so genau weiß, wo unser Auto hin ist, oder unser Motorrad. Ich wollte jetzt auch ungern wieder eins klauen. Gucken, wo es hier lang geht. Ja, so einen kleinen Hinterhof. Und ja, hier ist eine Brücke. Ist auch ein Fußgängerteil. Aus wieder an einem Autobrücke eigentlich nur. Mal gucken, wir waren dann einfach mal hier. Einfach so über die Straße, ohne Rücksicht auf Verluste. Und da geht es nicht lang. Okay, wir müssen Tatsache einmal hier außen rum. So. 300 Meter sitzen noch. Ich nehme jetzt trotzdem mal ein Auto. Mir so gedacht. Aber vielleicht nicht hier gerade unbedingt vor dem Gebäude. Das hier kann man. So, mit dem Motorrädern habe ich getroffen. COS, die Wachen verdoppelt. Verdopple ich meine Waffen. Einkaufen. Okay. Kaufen Sie ein Sturmgewehr 416. Jetzt geht's ja los. Hey, wie geht's? Einzelschuss Granatwerfer, Granatwerfer Munition, MP, irgendwas. Sturmgewehre da unten haben wir es doch. 1200? Habe ich so viel Kurve überhaupt? Okay, also in den vergangenen Wochen wurde die Sicherheitsstufe für alle CTOS-Zentren in Chicago dann wegen mehrerer Attacken der Hacker-Aktivistengruppe DedSec erhöht. Auf die Frage nach den geänderten Sicherheitsbestimmungen gab sich Blumensprecherin Charlotte Gardner entschlossen. Chicagos Sicherheit ist das Wichtigste. Deshalb haben wir private Sicherheitsfirmen für die CTOS-Zentren. Die beschäftigten Wachleute wurden in den gefährlichsten Regionen der Welt ausgebildet. Tatsächlich. Die
Diese Wachleute, auf die Sie Bezug nehmen, lieben ihre Söldner, viele davon mit krimineller Vergangenheit. Ist das nicht so? Ja, sie haben beim Militär gedient, aber wir sollten unsere Soldaten nicht verteufeln, die ehrenhaft ihrem Land gedient haben. Das CTOS-Netzwerk wird gut bewacht. Und somit erhalten die Bürger die Sicherheit, die sie verdienen. Das war Blumensprecherin Charlotte Garner über die Sicherheit des CTOS. So, weiter geht's. Die neue Sicherheit ist ziemlich gut. Aber ich brauche Zugang. Ich muss wissen, wer meine Familie bedroht. Ich will wissen, wer hinter dem Anruf steckt. Song Sneak. So. Okay, wir sind ein bisschen damit beschäftigt, hier uns durch die Gegend zu bewegen. Ich hatte gerade noch mal überlegt, da war noch einer, den ich hacken konnte. Es war wieder nur ein Song Sneak. Noch einer. Was? Mann, du weißt, wie das Spiel läuft, Mann. Ich kann mit jedem reden. Das ist mein Ding. Vor allem mit den Bunnies. Oh, sie kommen. Was ist los, du Spinner? Hey, Bunny, was geht? Was wollen sie? Hey, wohin gehst du? Mach mal Platz. Willst du ein bisschen spielen? Klar, ein bisschen spielen. Ach, die kommen zu mir. Ich weiß nicht, wie viele Stromausfälle wir hier in letzter Zeit haben. Da pusht doch jemand am CTOS rum. So, Geldautomaten. Was? Bin ich jetzt auch noch unsichtbar, oder was? Naja, wir warten einfach mal. Ne, da ist noch einer. Ha. Und einfach mal Geld abgehoben. Zack. So, 6000. Und dann schauen wir mal, dass wir da irgendwo reinkommen in das Gebäude. So. Ah, nochmal ein Bankkonto. Informationen. Dann schauen wir mal, dass wir jetzt hier reinkommen. So, dann schauen wir uns erstmal ein bisschen hier um. Da hinten haben wir einen Wachmann. Alarm auslösen. Gabelstapler. Okay. Ablenkungsmöglichkeit entdeckt. Ah. Mal gucken. So, da drüben war auch noch eine Kamera. Was sind die beiden? Wird verklagt und verschickt Kettenbriefe.
Lokalisieren seine Wache mit dem Zugangscode. Schwierig wird's, ne? Da ist noch eine Kamera. Dann nehmen wir die mal raus. Okay. Nichts gefunden, ich sehe mal da drüben nach. Ich glaube, wir sind gleich entdeckt. Das ist nicht persönlich, das weißt du doch. Hat sich was bewegt. Lage den fest. Die Frage ist nur, ob wir das wirklich so lösen sollen. Oh. Hoppala. Ich glaube, das war so nicht Sinn der Sache. Läuft, Mann. Ich kann mit jedem reden. Das ist mein Ding. Vor allem mit dem. Jetzt ist gut. Beeil dich bitte. Oh Gott. Wo ist Jean hin? Okay, ohne dass wir da rein müssen, können wir das Ganze erledigen, wie es mir ausschaut. Ich werde aber nochmal hier rüber gehen und jetzt das Ganze von hier aus machen.